Ist das etwa der aggressive Yammes? Ist das Mr. Grey Grey? Das ist nämlich ein alter Nuttenpreller, der schlägt auch immer seine Frau. Das haben wir schon mal festgestellt. Ich schlage dich! Ich meine natürlich, ich schlage dich ins Gesicht, du Mäuschen. Was könnte solch ein Streit zwischen ihnen ausgelöst haben? Leider kann ich sie nicht selbst fragen. Die Betonung liegt in der Familie. Oh nein, da liegt sogar ein weißer Hut auf dem Boden. Und der Pudel, es ist ja Schulterpudel aus dem Intro. Ich erkenne es sofort. Was haben wir hier? Aha, ist das nicht The Witcher? Die haben sich The Witcher gekauft, das ist die Collector's Edition. 1 von 5. If one of the heirs should die, the entire estate shall be awarded to the surviving heir without delay. It wasn't long before James and I found our parents' legacy plans. I was first in line to inherit, with James after me. I can't say whether or not it was fair, but it was my parents' wishes. Neue Aufgabe. Du solltest alle 5 Hinweise sammeln, um deine Ermittlungen fortzusetzen. Das solltest du. Diese Liste enthält die Hinweise, die du entdecken musst. Wähle die Projektorschaltfläche, um ein Video zum gefundenen Hinweis anzusehen. Haben wir gerade gesehen. Leider natürlich nur in Schwarz-Weiß, denn damals gab es noch keine Farbe. Wähle ein Objekt, um mehr darüber zu erfahren. Finde weitere Hinweise, um diesen Abschnitt deiner Ermittlung zu beenden. Boah, die Musik ist so spannend, so mitreißend. Alter. Oh, guck mal, da liegt ein Ventilrad auf dem Tisch natürlich, wo auch sonst. Und jemand hat ein Messer in den Tisch gestochen. Es ist zu gefährlich, die Klinge einfach herauszuziehen. Ich sollte zunächst das Messer reparieren. Ob er es hinkriegt mit seinem dünnen Papierarm, weiß ich natürlich nicht. Oh nein, eine Eisbacke-Challenge. Sie ist in den Eimer eingefroren. Also die Challenge, oder? Natürlich, der Eimer steht ja auch erst seit 50 Jahren da und das Eis wird ja immer, wenn man Eis stehen lässt, wird es ja immer kälter. Das kältet sich so gegenseitig, bis die ganze Welt zugefroren ist. So war auch damals quasi, als die Welt zugefroren war. So ist das damals passiert. So, der Griff des Kästchens fehlt. Ist das laut hier? Ein Löwe. Eine... Das ist etwas Neues. Mhm. Ich brauche ein Schloss, um es zu öffnen. Okay, das ist wirklich neu, dass wir mit dem Schloss was öffnen müssen. Ich kann sie nicht öffnen, wenn der Reißverschlussschieber fehlt. Hier ist alles kaputt. Hier ist nichts heil in diesem Scheißhaus. Einige Teile der Statuette fehlen. Ja, natürlich. Hier, pack einen Kopf drauf. Oh, das klappt ja sogar. Jetzt fehlt aber noch der zweite Teil des Kopfes. So. Die Zeit ist angehalten, deswegen schmilzt das Eis nicht. Ja, das kann man jetzt auch so sehen, aber dann können wir es... Das Feuer brennt ja auch. Wie ist das möglich? Wenn das Feuer brennt, die Zeit ist angehalten, das Feuer müsste stillstehen. Das ist mysteriös. Das Eis schmilzt nicht, aber das Feuer brennt. Mhm, der Kessel ist viel zu heiß zum Anfassen. Nehmen wir doch einen Eimer. Geht natürlich nicht. Mal mit dem Eimer irgendwie, was ist das denn da? Achso, das ist das Schloss, ja natürlich. Hier ist noch eine Tür. Ernsthaft? Hat James nicht den Schlüssel für diese Tür hier irgendwo verstaut? Ich weiß nicht mehr genau wo. Wir kommen hier aufs Mädchenklo. Aufs Klo für kleine Mädchen. Sieht wie ein einfaches Schloss aus. Ich brauche nur einen Schlüssel. Ja, das ist was Neues hier auf jeden Fall. Pass mal auf, ich packe das Schloss jetzt hier rein. Und dann kriegen wir den Schlüssel dafür. Wie unnötig einfach. Wie völlig unnötig. Sieht wie ein Hinweis aus. Hier scheinen 2 weitere Löwenköpfe zu fehlen. Nee, ich verstehe das Spiel nicht. Ich bin zu doof. Brauche noch Erklärungen. Das ist, ja. So, was machen wir denn hier? Ich mach mal ganz kurz das... Nichts passiert? Alter, vor allem, was ist denn das für ein Schlüssel mit dem fetten Ding da unten dran? Das ist voll der Patrick von SpongeBob, den wir da unten dran kleben haben, aber da irgendwie, naja. Was macht man denn jetzt mit dem Patrick? Hier haben wir noch eine Statuette. Silver McGregory. Der heißt mit Vornamen Silver. Ist der Bruder von Kupfer und so. Dieser Vorfahr der McGregory-Familie war von Geld besessen und kam durch Täuschung zu seinem Vermögen. In einigen Schauplätzen sind Statuetten versteckt. Drücke auf das Fenster. Ich habe das Gefühl, das meistgebrauchte Wort in diesem Spiel ist Statuette. Das lese ich schon zum 10. Mal. Dass sich nach dem Fund einer Statuette öffnet, um alle deine Sammelobjekte zu sehen. Du kannst ebenfalls die Karte öffnen und auf die Sammelobjekte-Schaltfläche drücken. Ich bin so glücklich zu den Sammelobjekten. Wow, endlich.
Mach mal später noch. Ich weiß, ihr Sammelverrückten seid schon richtig scharf auf die Statuetten. Da will ich auch lieber ein bisschen 10-mal draufklicken. Hier haben wir noch ein Körbchen. Da hat Moses offenbar eine Steintafel vergessen. James McRae, der King. Elizabeth McRae ist scheiße. So, aha. Nehmen wir natürlich mit. 1 von 4. Wir brauchen 4 Gebote von Moses. Pelham. So, das Schlüsselloch hat eine besondere Form. Nee, siehst du, das passt nicht. Wenn man das jetzt so darüber gibt, dann ergibt das nur noch so einen Satansstern. Ich bin von Freude ergriffen. Was haben wir denn hier? Ich nehme einfach mal alles raus. Ein Nähkästchen. Würde ich auch abschließen, weil gerade Nähgarn wird sehr oft geklaut. Da muss man besondere Schlösser vormachen. Ich würde auch noch eine Alarmanlage. Wir brauchen noch einen Korkenzieher. Ist nicht wahr. Die Flasche ist fest. Da haben wir noch den Löwenkopf da hinten. Etwas befindet sich in diesen Rosen, aber ich möchte mich nicht an diesen spitzen Dornen verletzen, weil der Typ wieder mit seiner Papierhand abreißen würde. Wir wissen es doch inzwischen, Lord Grey mit seinen Pergamentarmen. Und ja, ich weiß, wir sind die alte MacGrey, die Schwester von MacGrey. Wir sind gar nicht Grey, sondern MacGrey und auch nicht James, sondern irgendwer. Aber trotzdem spielen wir natürlich immer. Das Foto ist neben der Aussparung. So. Aha, ich lese jetzt gerade mal wieder ein bisschen im Chat rum. Die Qualität hier ist so gut. Stimmt das? Ich hoffe, das ist nicht ironisch gemeint, aber bis jetzt gab es noch keine Beschwerden. Bis wann geht der Stream? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist Open End. Also ich bin vor 2 Stunden aufgestanden. Nein, das war gelogen. Ich bin vor 1 Stunde, nein. Das Foto in der linken Ecke. Das Foto. Wo war das Foto? So, So, lalalalala. Ich bin ein wenig asynchron, das liegt aber daran, dass ich asynchron bin. Das ist sonst kein anderer Grund. Das ist nur, ich bin asynchron deswegen. Das ist, technisch. So, Qualität ist super, das liegt natürlich daran, das muss ich ganz kurz erklären, das liegt natürlich daran, dass wir hier ganz viele Standbilder haben. Liebe Leute auf YouTube, holt mal kurz weg, weil das ist eine Twitch-Erklärung. Wir haben hier ganz viele Standbilder, hier muss quasi nur das Feuer übermittelt werden als Animation. Und dieser komische Vogel hier unten, bin ich da so auf mir drauf? Hier so. Der Vogel muss übertragen werden. Alter, wie farblos ich im Vergleich zum Spiel wirke übrigens. Jedenfalls, deswegen ist hier die Bildqualität auch ganz gut, glaube ich, weil hier nicht so viel übertragen werden muss. So, jetzt aber erstmal gucken. Wir haben noch... Ach, den Löwenkopf haben wir ja gar nicht. Was ist das hier überhaupt? Kaputtes Lineal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nach draußen und wir schalten das Wasser an, weil wir hier diesen... You've gone too far. Was? You must be stopped. Was? Was war das? Hier sollte sich nichts bewegen. Die Zeit sollte angehalten sein. Und doch brennt das Feuer. Ich kann nicht durchs Feuer gehen. Ach so. Es ist doch nur eine Erinnerung. Wieso kann... Die Zeit ist doch angehalten und es ist eine Erinnerung. Wieso... Da kann man doch auch mal durchs Feuer gehen. Ja, die Logik ist wieder... Also das... die ist ganz weit da vorne. Die muss ich gucken. Ich bin kurzsichtig, deswegen sehe ich die Logik nicht da vorne. So, was haben wir hier? Das blinkt doch immer noch. Ich wollte eigentlich nur hier Dingens anmachen. You've gone too far. Die Blätter lösen sich also auf und wir kriegen was? Einen roten Stein. Wahrscheinlich so ein sozialistisches Ding irgendwie. Wir haben jetzt noch einen Eimer. Können wir den vielleicht mit... Ach ja. Dann wollen wir das zeitlose Feuer mal bekämpfen. Wow, der Eimer ist weg. Wozu dann überhaupt das Feuer legen? Ich verstehe es nicht. So, na gut. Ich dachte gerade, da sitzt jemand im Fenster, aber es ist nur eine Blume. So. So, Wimmelbildspiel, so much Exkrement. Ach, so much Excitement. Okay, das, man das kann ja auch beides sein. So. Das wunderschöne Band an der Steinurne da rechts hat doch sicherlich irgendeinen Zweck, meint Mondeskind, und hat wahrscheinlich recht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur so da ist mit dieser grafisch aufwendigen Animation. Da muss was dahinter stecken. Irgendwann hat der Animateur auch Geld dafür bekommen. Wo ist das denn? Ein Reißverschluss. Aha. Und natürlich eine Blume. Was? Mit?
Tippe auf Info, um eine Anleitung für das Minispiel zu erhalten. Du kannst das Minispiel auch zurücksetzen. Wenn du das Minispiel nicht lösen möchtest oder es zu schwierig ist, nein, kannst du es auch überspringen. Okay, es ist ein Puzzle. Hallo? Wir haben hier Los Gesicht. Wenn das Puzzle zu schwierig ist, bist du wahrscheinlich retarded, müsste da als Anleitung stehen. Ich mag den Puzzle nicht. Okay, das ist, ja, das ist sehr... Also da muss man sich schon anstrengen, um das nicht zu verstehen. Jetzt brauchen wir noch irgendwo so einen L-Klotz. Haben wir... Das hier ist nicht der L-Klotz. Ne, muss doch. Ein L-Klotz hier. Und das hier kommt hier in die Beule rein. Machen wir erstmal die Beulen, das ist am einfachsten. Huch, Beule. Haben wir noch Beulen? Hier ist noch eine Beule. Beule, 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 Beule. Hier, der Arm muss hier. Der Arm wächst so ein bisschen aus der Brust raus, hier so. Das ist aber normal. Ansonsten ist es nämlich nicht politisch korrekt, das Spiel. Das kommt dahin, der Arm hier. Dann eben hierhin. So muss der, das muss so sein. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Okay. Das hier... Nein. 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 So. So, der Arm dahin und der dahin. Da haben wir fertig. Ich bin durch, eigentlich. Und hier haben wir noch eine Beule. Was... Ja, was, oh, das ist mein Lieblingsspiel. Das kommt, glaube ich... Das passt da überhaupt gar nicht hin. Ich dachte vielleicht wegen dem Hintergrund könnte es da eventuell hingehören. Aber ich glaube nicht. Ich mache erstmal die Arme weg, ganz kurz. Ich reiße mal die Arme aus. Und der hier, ich... Der, da kommt der hin. Okay. Das hier könnte eventuell... Nein. Hier so. Okay. Dann der Arm hier hin. Und der hier wahrscheinlich dahin. Und das hier wahrscheinlich dorthin. Jenes könnte eventuell hierhin passen. So, das hier müsste wahrscheinlich dahin und dahin und ja, dahin und dahin. Ach ja, da oben am Kopf noch. So, machst du mal ein WoW-LP? Tatsächlich wäre das eine gute Idee. Aber da warte ich. Zum Glück konnte ich dies wieder öffnen. Hoffentlich werde ich nicht eingesperrt. Oh, ich mache mir gar keine Sorgen, welcher Schatten uns dort angegriffen hat. Ich gehe einfach wieder ins Haus rein. Der Schatten kann auch mal kurz eben Minispiele vor die Tür setzen. Der, weißt du, der macht ein Feuer vor die Tür. Und es ist nicht so, dass der böse Schatten die Tür dann vielleicht irgendwie mit Titanium versperrt oder sonst irgendwas. Oder da vielleicht die Tür unter Strom setzt oder vielleicht einfach die Tür wegnimmt und da Beton hinmacht. Nein, er setzt ein Feuer hin, ein riesiges, und setzt dahinter ein Minispiel, wo man ein Bild puzzeln muss. So sind Dämonen bei Grim Tales. Logik ganz weit da hinten. So, dann haben wir Ditte. Mach mal bitte ein Tee. So, draußen hat was geglitzert. Hier glitzert überall was. Das ist gar kein Problem. Bei mir ist er offline. Bei Chaos Barbie bin ich offline. Da kann ich leider nichts für. So, und ja, WoW wollte ich ja tatsächlich mit dem Tobi, wenn er noch Bock drauf hat. Aber erstmal müssen wir natürlich Starbound. So, das müssen wir natürlich vorher auch noch machen. Hier waren wir schon. Was haben wir denn jetzt eigentlich neu? Wir haben, was ist denn das? Ein Wolf-Domino-Stein. Ich bin wahrscheinlich zu altbacken, aber ich kenne Domino mit diesen Punkten drauf. Aber nicht mit Wölfen. Okay, Reißverschluss. Wo war der Reißverschluss? Der war doch, war das nicht auch hier bei der Tasche? Genau. So, machen wir dran. Denn, wie jeder weiß, die Alte kriegt den Löwenkopf nicht aus den Rosen, aber kann einen Reißverschluss in einen bestehenden Reißverschluss reinsetzen. So, und da kriegen wir Ditte und noch einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel versuche ich gleich mal an der Tür vielleicht. Geht das? Natürlich. Warum auch nicht? Erstmal fett aufs Mädchenklo geiern. Öffne die Karte, indem du auf diese Schaltfläche drückst. Nein, jetzt nicht. Oh, eine Krone. Ein blaues Licht. Nein. Neue Aufgabe. Wer versteckt sich in Elizabeths Zimmer? Wahrscheinlich Elizabeth. Die sitzt aber draußen. So, was haben wir denn hier? Yammes. Ich benötige ein Werkzeug, um diese Schraube zu lösen. Weißt du, ganz ehrlich, diese Dog-Tags, da machst du Schnipp, ist das Ding ab. Geht natürlich nicht, wenn man Papierarme hat. Die Olle, ey. Hier haben wir noch dieses andere Typ, das andere Typ der Tiere. Da tickt unter dem Gitter fest. Aber das Band kann sie wenigstens nehmen. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen also das Gitter lösen. Ich benötige ein Werkzeug, um diese Schrauben zu lösen. Natürlich ein...
Wo ist die andere Hälfte? Ja, ich weiß, wo die andere Hälfte... Lass mich in Ruhe, Spiel. Ich wollte gerade mit der Schere die Schraube lösen. Das ist doch ein perfekter Schraubendreher. Warum geht denn das nicht? Oh, ein Taschentuch. Mit einem dünnen Gegenstand könnte ich den Riegel anheben. Alter, mal ganz ehrlich. Dieser Spalt. Ich meine, ich habe jetzt nicht die dünnsten Hände. Ich habe jetzt nicht irgendwie so kleine zarte Mädchen. Ich habe schon ordentliche Pranken. Und wenn ich jetzt da gerade die Tür sehe, ganz ehrlich, da machst du so. Und wir spielen eine Frau. Nein, ich bin zu... Tür. Weil die Riegel krieg ich nicht auf. Ich brauche dringend, ich muss Schule gehen. Riegel auf. Ich glaube, die könnte im Schrank sitzen und wird die Tür nicht aufkriegen, weil die zu doof ist. Die sperrt sich im Schrank an und verhungert. So. Wir müssen... Du hast so dicke Hände. Ich habe überhaupt nicht so dicke Hände. Ich habe voll die kleinen. Ich habe voll die kleinen. So. Wett. Meine Arme sind nicht so fett. Das Ding ist direkt an der Tür. Ich muss ja nicht mit dem ganzen Arm reingrabbeln. Da kann ich einfach so rein. Kann ich das nicht mit diesem Ding hier machen? Nein, aber ich kann es angucken. Das Lineal kann ich angucken. Ich kann es natürlich auch... Okay. Animation 300 Euro. Hat sich voll gelohnt. Okay, dann mache ich mal ganz kurz hier. Hast du gerade das Lineal gesehen im Vergleich? Wie klein das war zu der Schrankspalte? Die war, das Ding war so weit offen. That's what she said. Und ich gucke mir jetzt mal in den Schrank. Ja, wimmeln! So, ihr seid wieder gefragt, wenn ihr irgendwas seht. Keep calm. Ich verstehe die Logik des Spiels. Die Tucke ist dement. Das kann sein. Das kann echt sein, dass sie dement ist oder einfach nur dumm. Eine Schraube mit Werkzeug öffnen. Ja, eigentlich mit Fingernägeln und mit dem Fußnagel. Fußnagel hat Edna sogar damals gerafft, aber hier, ja. So, mit Liebe dreifach repariert. Ich, ja. Okay, die Papierarme müssen durch die Tür passen. Eigentlich schon, aber die reißen dann wahrscheinlich, wenn sie zurückzieht, dann macht's ritsch und dann segelt der Arm so runter von der alten. So, wir haben Schraubenschlüssel und Fliegenklatsche. Ich weiß gar nicht, ob die sich zumutet, das mitzunehmen. Schraubenschlüssel, Fliegenklatsche, Maßband, Flaschenöffner und Krawatte. Schon wieder Krawatte. Nadelkissen, Küchenwecker. Nadelkissen und Küchenwecker. Hier ist... Da? Küchenwecker. Ein Nadelkissen. Ach, hier ist noch das Ding. Ich gucke jetzt mal. Links unten ist der Schraubenschlüssel. Oh, die haben wir gerade schon. Krawatte haben wir auch. Krawatte mitten rechts. Maulschlüssel. Maulschlüssel! Ich habe noch nichts gemacht. So, was? Krasses Chatgewitter. Ach so. Krawatte, Wäschekorb. Gut, die haben wir aber schon. Flaschenöffner, Nadelkissen. Nadel und Faden dabei. Das hier ist keine Nadel. Das ist keine Nadel, nein. Nadelkissen. Maßband beim Tacker in der Mitte. Maßband, hier ist die Mitte. Hier muss ein Tacker sein. Die Uhr brauchen wir nicht, nee. Tacker. Hieß der Typ bei Star Trek nicht auch Tacker? Warum heißt denn der Tacker? Hat der einen Bürojob vorher? Hier ist die Fliegenklatsche. Entschuldigung. Maßband. In der Mitte. Hier ist der Tacker. Ach, das ist das Maßband. Entschuldige. Maßroverband. So, fliegend Nadelkissen ist neben Wäschekorb. Ach, hier. Boah, das ist voll geil. Das ist total geil. Das zusammenzuspielen macht viel mehr Spaß als alleine, muss ich feststellen. So, also wer hier gerade auf YouTube guckt, ne, das nächste Mal einfach mitmachen. So, jetzt haben wir noch T-Sieb, Blechdose, Sauglocke. Das ist die Sauglocke. Stickerei, Bräut und... Bräut. Die Bräut, die sie nicht treut, Braut und Bräutigam. Die Stickerei haben wir noch. Schade, dass die Stickerei unvollendet ist. Natürlich, setz dich doch im Spiel hin und näh noch ein Ründchen. Hast ja Zeit, bist ja nur in Erinnerung, wo der böse Schatten rumkreucht. Ach, die blöde Kuh, hier, stick das zu Ende. Zum Glück hat die irgendwie, die keine Vorspulen am Sticken. So, Flaschenöffner oben im rechten Schrank. Ach, hier. Super, vielen Dank. Dann guck ich mal ganz kurz. Braut ist oben links vom Wäschekorb. Hier ist der Wäschekorb. Hier ist so eine Rose, die sehr auffällig ist. Braut oben links vom Wäschekorb. Hier. Oben links. Ach, oben links vom Wäschekorb. Also ganz ehrlich, der Wäschekorb ist da unten. Hier oben ist die Braut. Was ist das denn? Wo ist denn der Bräutigam? Sieht jemand den Bräutigam? Bräutigam, der Bräutigam. Bräutigam. Bräu, der andere Wäschekorb. Das ist doch kein... Ach, hier ist ein Wäschekorb. Ich sehe immer nur den Wäschekorb. Okay, Entschuldigung. Ich entschuldige mich, ich habe den da oben nicht gesehen. Der ist so zugestellt mit Müll. So, Braut links oben, die haben wir.
Und jetzt gucken wir mal links oben. Ja, ihr, das weiß ich jetzt, da ist ein Wäschekorb. Ja, 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 das, ja, jetzt auch, ja. Aber wo ist der Bräutigam? Das hat noch keiner beantwortet. Braut und Bräutigam. Es gibt ja Bräutiger, aber es gibt natürlich auch Fruchtiger. Ne? Wollte ich nochmal anmerken. Fruchtiger muss die Braut neben deine Facecam halten. Nee, so, so, so. Nee, so. Ich weiß gar nicht, wie ich den... Oh, das ist ein bisschen strange. Okay, Entschuldigung. Irgendwer muss ihn dazu bringen, mobile Geräte freizuschalten. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich kann jetzt gerade, da müsste ich ja den Stream jetzt abbrechen. Wie mache ich das denn jetzt mit der Braut? Mit der Braut. Wo packe ich die Braut hin? Das ist übrigens Heidelbraut. Kennst du vielleicht aus GTA 5? Heidelbraut. Zieht sich gerne mein Kleid an und wartet auf Männerparkplätzen. So. Du suchst die Braut. Ich suche hier. Braut und Bräutigam steht da. Wir brauchen den Bräutigam noch. Ich hab die Braut in der Hand, das weiß ich. Die habe ich so in der Hand, die Braut. So macht man das, wo ich herkomme. Aber wo ist denn der Bräutigam? Ich stell die erstmal wieder weg. Die ist mir, die riecht ein bisschen streng. Teesieb und Saugglocke. Teesieb. Saugglocke, ist das hier? Willst du mich verarschen? Was war das denn gerade? Toll, Blechdose, Teesieb, Saugglocke. Na super. Ach, hier ist auch die Statuette. Schon wieder Statuette. Hier hast du ja eine scheiß Statuette. Hier, verpisst euch. Lasst mich in Ruhe. Okay, deswegen hat die auch keiner sonst gefunden, weil die soll nicht gefunden werden. Hier ist das Teesieb und hier ist die Saugglocke. A.k.a. Pömpel mit so einem Griff. Wenn du so einen Haufen Scheiß im Klo hast, musst du ihn rauspömpeln, hast aber nur so einen Griff. Lecker. Finde ich ganz toll designt. Blechdose haben wir hier unten und damit sind wir hoffentlich durch. Fantastisch, das könnte sich als nützlich erweisen.